Rainer Vollkommer, Direktor des Landesmuseums in Vaduz. Wir haben gerade einen gemeinsamen Blick in die Sonderausstellung Flotte Bienen und tolle Hechte geworfen. Sie läuft unter dem Titel Sexperten und zeigt, könnte man sagen, das Sexleben im Tierreich. Was denken Sie sich, wenn Sie durch diese Ausstellung gehen? Ich freue mich sehr, dass ich durch diese Ausstellung so schön informativ gehen kann. Die Vielfalt des Tiereslebens kennenlerne und sehe, wie viel Mühe sich natürlich die Tiere geben, um Partner zu finden und sich zu vermehren, was ja der Sinn des Lebens ist und dass es weitergeht. Und es ist wunderbar, diese Vielfalt zu sehen und damit auch zu erleben, wie bunt unsere Tierwelt ist, wie wichtig sie ist für uns. Und das erlebt man hier, glaube ich, sehr schön durch diese Spannbreite. Warum ist es wichtig, zum Beispiel im Rahmen dieser Ausstellung das Sexualleben von Tieren zu studieren? Ich denke, es ist sehr interessant, weil es ist ja einer der essentiellen Punkte des Lebens, des Sinn des Lebens, Junge zu bekommen und damit sozusagen die eigene Existenz weiter zu haben. Und es ist interessant, wie vielfältig das geschieht und mit wie viel Gefahren das verbunden ist, weil ja meistens die Tiere in dieser Situation sich aus der Natur, aus ihrer Tarnung herausbegeben. Sie machen Lärm, sie tanzen, sie haben buntes Gefieder plötzlich und sind ja dafür deswegen ja viel gefährdeter eigentlich. Aber das alles machen sie eben, um sich paaren zu können. Holger Frick vom Amt für Umwelt, Sie sind Kurator von der Ausstellung Sexperten, Flotte Bienen und tolle Hechte im Landesmuseum. Vielleicht können Sie uns mal ganz am Anfang erzählen, wie es zu dieser Idee gekommen ist, Sexualleben von Tieren im Museum zu zeigen. Also die Ursprungsidee war, dass wir schon relativ viele Jungtiere hatten, die für ein anderes Ausstellungsprojekt geplant waren. Und nachher sind wir angefragt worden, ob wir eine naturkundliche Ausstellung im Landesmuseum machen, vom Amt aus und von der naturkundlichen Sammlung. Und mir ist die Idee von den Jungtieren noch nicht genug weit gegangen. Ich habe gefunden, ich komme selber aus der Evolutionsbiologie. Und für mich ist das Spannende eigentlich die Vorgeschichte. Was passiert alles, bis es zu einer Paarung kommt, wo dann Jungtier hervorkommt. Und genau dieser Geschichte, was alles davor passiert, das Vorspiel vor der Paarung und die Paarung selber, zeigen wir jetzt in dieser Ausstellung und natürlich eben das Resultat daraus mit den Jungtieren, die wir schon hatten. Was hätten Sie als Biolog sagen, warum ist es wichtig, dass Menschen über das Paarungsverhalten von Tieren etwas erfahren? Das Spannende, glaube ich, dahinter ist, dass die Leute sind sich gerne bewusst, warum es so eine riesige Artenvielfalt gibt. Und schon der Darwin hat erkannt, dass neben der natürlichen Selektion, wo es darum geht, dass Lebewesen in ihrer Umwelt sich behaupten müssen, noch eine zusätzliche, ganz wichtige Kraft, Triebkraft gibt, wie das Arten entstehen. Und das ist die sogenannte sexuelle Selektion. Und das Tolle eben daran ist genau, dass eine sexuelle Selektion die unglaubliche Vielfalt erklärt. Und zwar geht es darum, was Männli und Weibli, also die zwei verschiedenen Geschlechter, alles machen, um den anderen imponieren und um eben Partner zu finden. Und das ist genau das, was wir Menschen jetzt als Vielfalt wahrnehmen. Also das sind, und als Schön vor allem auch wahrnehmen. Das sind die farbenprächtigen Vögel, Gesänge von Vögeln, kämpfende Hirsche, tanzende Spinnen und so weiter.